First round. Ready, ready. Und los geht's. Pascal in der Rechtsauslage, Silvester prischt hier nach vorne. Upp. Und holt sich hier den Takedown, stark. In der Oberlage hier, Till Kinne, Teamkollege, sagt es bereits hier, in die Oberlage. Bei Pascal muss man aufpassen auf die Submissions, er hat ja auch einige Submission-Siege hier. Aber Silvester, der arbeitet, der will's wissen hier. Der will's wissen, ja. Muss auf die Triangle aufpassen. Ja, kriegt er genau aus der Ecke genau das gesagt, was du gerade hier den Zuschauern mitgeteilt hast. Wir haben ja auch den Kämpfer etwas studiert gehabt. Silvester im Rückwärtsgang. Oh, da muss er die Deckung hochhalten. Das ist immer interessant, wenn man so Kämpfer hat, die doch ein bisschen Jahre Abstand haben. Und in dem Fall sind es gleich 9 Jahre hier. Ja, Pascal, wenn man ihn ansieht, er steht total im Saft. Also ich sehe von hier aus die Muskelstränge an seinem Latissimus und so weiter. Und ich habe ihn auch vorhin, als ich ihn an der Waage gesehen habe, war er unglaublich austrainierter, kräftiger junger Mann, der jetzt noch die besten Jahre vor sich hat. Also wirst du wahrscheinlich gleich hier zum Wurf ansetzen. Pascal schummelt sich da so ein bisschen drunter mit der Hand, zack, und hat dann selber den Wurf gemacht. Und er muss nach oben kommen jetzt. Pascal wartet aber auch, er stürzt gar nicht am Boden die Aktion. Guckt auch so ein bisschen, was macht jetzt Silvester. Ja, du bist unzufrieden, glaube ich, mit Silvester. Nee, absolut, komplett. Ja, er macht nicht das, was wir geübt haben. Und das ist nicht gut hier gegen jemanden wie Pascal Hinzen. Er hat keinen Frame und versucht hier mit Ellbogen zu arbeiten, wo er nicht arbeiten soll. So, Silvester Hasen, er muss ja ein bisschen mehr tun. Ja, er ist gerade in einer sehr schlechten Position. Pascal Hinzen ist jetzt hier im Rücken drin, denkbar schlechte Position. Versucht es auch mit Schlägen zum Kopf. Schlägt über den Arm und unter den Arm durch, immer wieder. Ja, Pascal versucht hier am Hals von Silvester zu arbeiten. Ist er hart im Nehmen, Silvester Hasen? Du kennst ihn besser als jeder andere. Er ist hart im Nehmen, aber ich sehe jetzt genau das, was man oft bei ihm sieht, ist, dass er sich da in den Positionen einfach zu lange aufhält einfach. Er muss sich hier rausdrehen, er muss nach oben kommen. Er versucht jetzt erstmal die Rechte von Pascal wegzunehmen, hält sie fest. Ja, Pascal, der macht das schon recht abgeklärt, der überhält hier nichts. Der macht das sehr abgeklärt. Aber er muss sich reindrehen, hier. Ich sehe jetzt nicht, was Pascal von hier aus hat. Eine Minute, Silvester. Komm, easy, komm. Dreh dich rein, schau zu ihm, komm, schau zu ihm. So, die Rechte von Pascal, die ist gebunden von Silvester Hasni. Ja, er muss jetzt nach oben kommen. Du musst reindrehen. Komm, du hast es gleich geschafft. Komm, dreh dich zu ihm rein. So, 40 Sekunden, Pascal. Aber genau, was du sagst, dieses Drehen, das kommt nicht. Worauf wartet er? Das kommt jetzt gerade. Worauf wartet Silvester Hasni? Er wartet nicht. Der Pascal macht das ganz gut. Der Pascal macht das ganz gut einfach. Jetzt hat er es aufgebäumt. Ja, das ist eine große Runde für Pascal. Arbeit ruhig ein bisschen. Komm, arbeiten.
Aber immer wieder versucht das mit Schlägen und er trifft auch regelmäßig. Also Pascal Hinsen macht in dieser Runde wirklich den stärkeren, den besseren Eindruck. Ende der ersten Runde. Er soll nach oben kommen, oben sein. So. Silvester Hasen, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Luft kann er wieder ziehen hier in dieser Rundenpause. Er bleibt stehen, Pascal Hinsen setzt sich hin. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Szenen. Er hat ihn schön angefangen, zu Boden. Angefangen hat er gut. Ja, hat ihn zu Boden gebracht, aber ist dann wieder hochgegangen. Dann war die Situation hier, wo sich diese Situation, schöner Hüftwurf hier von Pascal. Aber hat sich mit den Händen so richtig unterm Popo durchgeschummelt von Silvester Hasen hier und hat ihn dann geworfen. Und dann hat er permanent ihn bearbeitet. So, wenn du jetzt in der Ecke wärst von Silvester Hasen, was würdest du mit auf dem Weg aus dem Ring, Second Sound, please. Ich würde ihn fragen, ob er den Kampf gewinnen will. Frei zur zweiten Runde. Das haben alle gehört, nicht nur hier in der Halle. Und jetzt kann er eben zeigen, ob er gewinnen will. Pascal Hinsen, der bewegt sich sehr ruhig, sehr geschmeidig. Jetzt drängt er ihn, jetzt macht er den Druck. Ja, jetzt trifft er auch. Er muss jetzt mit einer großen Runde gewinnen. Er darf natürlich auch nicht zu offen sein. Oh, Flying Knee. Jetzt. Flying Knee von Pascal Hinsen. Oh, was versucht Silvester? Er greift oben rüber. Er versucht gerade der Guillotine, damit hat er den letzten Kampf gewinnen können. Und zwar gegen einen sehr starken Mann. Oh, und er hat einen Cut. Ja, ich sehe es gerade auch. Und zwar einen ordentlichen Cut an der Nase. Ich glaube, es ist fast über dem Auge, ja. Er blutet auf jeden Fall stark, ja. Krass. Es wird unterbrochen und jetzt wird garantiert der Doc geholt. Nee, es geht weiter. Ich hätte gedacht, er wird so kurz unterbrechen. Er springt wieder rein. Pascal Hinsen. Der ist auch bärenstark, also wenn man den anschaut. Ja, es ist aber auch viel seine Positionierung. Hat das Knie nach oben gezogen. Silvester tut sich schwer. Oh, schön. Jetzt kann er. Jetzt Silvester, komm! Ja, er blutet stark, aber er kämpft hier immer noch weiter, ja. Spürt er das bei dem Adrenalin im Körper? Ja, es wird ihn wahrscheinlich nerven, dass er das sieht, aber es wird klebt sicherlich ein bisschen im Auge. Was? Keine Zehen im Cage, Pascal. Ja, pass auf die Triangle auf, Silvester! Komm, Silvester, das ist nix! Komm raus da! Komm, das ist nicht zu! Das ist nicht zu! Komm schon! Pascal Hinsen, der hält hier. Der hält Silvester Hasni. Aber er ist noch da, Silvester ist noch da. Ja, da kann keine Aktion entwickeln daraus. Er soll Schläge anbringen. Oh, jetzt, was macht er? Ja, man hört einen Schnaufen. Du bist unzufrieden, ist es klar? Der eigene Teamgefährte, aber da ist vorbei. Hat er gut gemacht, der Hinsen. Er hat stark gekämpft. Pascal Hinsen, es geht in Ordnung. Hat er stark gemacht. Hat die erste Runde dominiert. Hat in der zweiten Runde den stärkeren Eindruck gemacht. Und Silvester hat gekämpft, hat sich in dieser Runde nochmal richtig nach vorn gewagt. Klar, bist du jetzt unzufrieden? Verstehe ich völlig. Ja, natürlich, ja, total. Ja. Er hat sich zur falschen Seite rausgedreht und Pascal hat ihn ganz einfach aus der Position halt eben abwürgen können. Ja. Es war zur falschen Seite, er hätte zur rechten Seite weiterlaufen müssen. Er ist genau in die Triangle hineingelaufen. Das ist ein Kardinalsfehler, den man in der Position eigentlich nicht machen darf.
Aber jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Das war ein spektakuläres Duell. Oh ja. Man ist Co-Main-Events würdig. Ja. Guter Mann. Ladies and Gentlemen, wir haben Tap-Out in der zweiten Runde nach 2 Minuten 59 Sekunden. Der Sieg geht via Triangle Choke an den Mann von Panteray, Pascal Hitzen.